Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Ark Valhalla Kingdoms. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen, also Onkel, Revano, Nero, Geiserich, Dynamo, Jan und ein kleiner Zuwachs, der Torsteher. Sag mal Tag, Leute. Hallo. Hallo. Servus, grüßt euch. Ja, und, wie ihr seht, kurze Erklärung, dort wo wir als letztes waren, wir haben dann auf Revano gewartet, wie immer, und sind dann alle nacheinander verreckt. Jetzt haben wir uns eine andere Stelle gesucht und ja, jetzt haben wir nochmal gewartet und nochmal auf alle gewartet und jetzt steht hier schon ein halbes Haus. Ja, so sieht's halt jetzt aus. Und nur bei mir, liebe Freunde, wenn ihr schaut, ihr seht es aus der Sicht vom Onkel, weil ich habe vorhin angerufen bei der Telekom, die haben leider Probleme im Internet, da ist irgendwie eine Box kaputt und das ist bei mir so schlecht, deswegen, ich bin zwar im Game mit drin, ihr hört mich, aber die Sicht ist halt vom Onkel. Aber ist kein Problem, hat ja eine gute Grafik, das passt. Nee, Onkel, also mach keinen Quatsch. Ich? Achso, du musst jetzt die Grafik mal runterstellen. Warte mal. Ich muss auf Rivano-Niveau mal runter. Ja. Erstmal auf 480p stellen, das passt schon. Genau. Dann Pixel-Sims-Grafik, Strichmännchen hätte ich gern. Kann aber man? Ey, die Grafik ist eigentlich ganz gut, aber wenn es leckt, ist halt scheiße. Weil ich dauerhaft Lecks habe und es ist halt kacke. Ne? Aber die haben es ja gesagt, die Telekom, dass die Probleme haben. Wird aber erst am Montag behoben, denn jetzt ist keiner mehr da. Von den Technikern. Okay, dann kann ich jetzt endlich mal wieder was machen hier, oder? Oder wie, oder was? Du hast noch nie was gemacht. Doch. Sammeln, bauen. Hallo? Ach, ich bin schon wieder voll. Alter Schwede. Gerade. Nicht so viel trinken. Echt mal. Nicht so viel pupsen. Was? Habe ich genau gehört. Ich weiß überhaupt nicht, was soll ich denn? Ich lasse mal die Endgrabe noch sein. Entschuldigung. Gesundheit. Gesundheit. Hä? Dash Ceiling? Bin ich blöd? Wo sind die denn? Da gibt's nur die Dächer. Gibt's keine Ceilings. Da steht aber dran, Thatch Ceiling. Ja. Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, hier gleich an der Spawnstelle uns erstmal niederzulassen, weil es ist ja einfach Wahnsinn. Am Anfang hier rein zu. Also, ja, das Spiel hat sich aber doch sehr verschlimmert, muss man sagen, in Sachen Schwierigkeitsgrad. Ja, das war mal nicht so schwer. Wir können ja überall bauen, weißt du? Dass wir die ganze Insel bebauen, sozusagen. Ja. Bau du jetzt erstmal. Sind ja nur 37.000 Dinos hier drauf. Ich meine, die müssen hier halt weg. Platz machen. Ja, mal ganz kurz. Also auf alle Fälle, Yannick und ich und von mir aus auch noch ein paar Leute kümmern sich erstmal ums Haus. Was ist denn mit dem ganzen Rest? Also wollt ihr erstmal ein bisschen jagen, weil wir brauchen ja Hide fürs Bett. Ich würde ich gerne mal jagen. Ja. Ich geh sammeln. Also ich hau auf jeden Fall Holz und Setch zum Bauen hin. Könnt ihr da schon eine Kiste oder sowas bauen? Sind schon zwei da. Ich, drei. Ja. Ist rein. Also was braucht ihr? Holz und Setch wahrscheinlich. Okay, und Dynamo hatte, glaube ich, gesagt, der guckt ein bisschen nach der Ordnung. Glaube ich, war das mal irgendwie. Oh, was ist denn das? Das ja, naja, gut, jetzt hier kann man ja noch nicht so viel machen, aber. Also eines Baubedarf und das andere ist der Rest. Mehr kriegst du momentan eh nicht geordnet. Wir brauchen noch einen, der um das Lager rumläuft die ganze Zeit und bewacht. Das, du mich auch gesammelt. Und wer jagt? Ich geh jagen. Oder einer, der lass, sich jetzt lass mal lieber zwei Leute sein. Gerade festhält. Einer könnte ein bisschen zu schwach werden. Ja, oder da komm ich mit. Alles oder? Klar. Jo. Steuert ihr ja mal auf ein paar mehr Betten direkt hin, weil das Bett ist immer 5 Minuten lang gesperrt. Ja, deswegen ja, also. Oh, ich hab einen Knüppel. Seh gleich ordentlich am Basteln. Sterb, du Drohne! Gebt dir hier meine Rohstoffe, du kannst schon selbst craften. Sterb, schreib mir mit I, Junge. Dieser geile Knüppel, der gefällt mir. Warte mal. Ich kann kaum laufen, also ist grad. Achso. Ja, es ist wieder mal Anfangszeit. Ja, yeah, sehr schön. Oh, es wird dunkel, liebe Freunde. Och nein! Ich mach ein Dach drauf. Will ich schon wieder erfrieren. Ich finde es schon geil. Ja, wir sind ja dabei. Ich finde es schon geil. Außerdem, das Ding machen wir eh zweistöckig, weil sonst kriege ich mal nicht genug Betten, oder? Ich finde es schon geil hier im Hintergrund, die fliegende Insel. Finde ich echt cool. Was hat die eigentlich in Valhalla zu tun? Macht das Asgard nach, oder was? Durch. Valhalla halt so Wikingerzeit war das eigentlich, ne? Wikinger! Keine Ahnung. Kann sein. Mittelalter. Valhalla? Klar.
Valhalla! Das war doch hier die, das Himmelsgott, wo die ganzen alle hinwollten. Tor. Odin. Ach, weißt du, dass wir unser schönes Ark vergessen haben heute? Was ist denn los mit uns? Ark! Das meinst du? Ja. Ja, das schont einmal die Gehörsnerven der Zuschauer. Ach Quatsch, das ist ja, man muss ja nicht so tief gehen oder so hoch. So. Ne, tief meinst du? Ja, ich komme. Tief oder? Ist Ark! Genau, das war tief. Was brauche ich da für die Wände? Wände. Wände sind ich hier noch irgendwo ein paar drin. Ich bin da im Plus. Ja, vier Stück. Da, okay, oder? Bräuchte eigentlich noch ein paar mehr, deswegen. Ah, Thatch, es liegt immer nur am Thatch. Scheiß Rektor. Also mehr Thatch holen, ich gehe auch Thatch sammeln. Ja, hast du mach mal, bring ran. Was? Ich meinte Dynamo. Also. Aber eine Flipper hat. Meinte Dynamo. Krass, wie so hinten alle mit Feuer rumrennen. Und man kann jetzt hier auch irgendwie den Gamma-Wert hochdrehen, ne? Hast du ja gesagt. Obwohl, es sieht, man sieht eigentlich, obwohl, auf YouTube geht nicht. So, wie mache ich das jetzt? Ich stelle einfach Gamma, sagst du, und 3. Das ist Gamma 3 zum Beispiel. Gamma. Also ich habe keine... hat sich nichts verändert. Wo bist du da? Ja. Ich habe für dich. Gamma. Super, Steinchen muss natürlich dann selber sammeln. Ah, jetzt. Oh. Ja, okay. Die habe ich gerade alle abgegeben. Und ja, so Gamma 4 ist das höchste aller Gefühle. Sieht gut aus, oder was? Ja. Die Zwischenstufen kannst du mit Punkten machen, also 2.5 und so. Okay, vielleicht ist es, muss man den richtigen Wert erstmal rausfinden. Muss ich mir dann angucken bei dir. Gamma. Wo bist du jetzt schon? Ah, da. 3.5 okay, machen wir. Ah, jetzt sieht's aus. Ich mach nochmal die Fackel, dass wir überhaupt was sehen. Und du löschst schon mit der Waffe vor. Notfall, dass man angreift. Hätte ja noch ein bisschen Patch für dich. Ja, das ist nett. Hast du eine Waffe? Ja, ich hab. Oh yeah. Ja. Und Rivalo ist halt etwas leise, keine Ahnung warum. Ich hab ganz viel Setch eigentlich. Ach so, okay. Na, dann ist ja gut. Sammeln. Nee, keine Ahnung, musst mich lauter stellen, ne? Weil ich, ist ja Quatsch, wenn die mich nicht hören. Nö, nee, mach ich jetzt nicht. Du Meerjungfrau. Weil ich dich vor uns eingestellt hab. Das nächste Mal bist du wieder zu laut, wenn du nicht hörst. Ich hab ja nichts geändert. Ich würde gönnen. Doch, das machst du extra, mich immer runterstellen. Ja, das weil, ist so. Ich hab mich vorhin nicht verstellt, also das kann ich nicht. Hier ist ein Frosch. Lauf du mal vor. Ich bin direkt vor dem Mikro. Ja, oh, weil ja. Bei mir ist es immer nur der Landschaftsbug. Okay, alles klar. Bei mir war gerade los. So, ich komme eigentlich gar kein Fuß gewesen. Dicken Setsch-Pumpfurt. Aber Gamma ist halt immer das Problem, dass es dann halt eben, ne, das macht dann halt einen Milchschleier drauf. Ja. Heller ist es ja nicht, das ist ja bloß milchiger. Ist es denn von Sinn? Aber wenn ich in, wenn ich in den Mond reingucke, dürfte glaube ich alle was sehen. So. So. Hier ist ein fetter Brondo, den wir mit dem Anfang schaffen. Ich finde den Anfang immer so krank, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen was gebaut haben, aber ja, irgendwie. Ja, ist es. Man ist so immer so planlos, finde ich immer am Anfang. So. Was ja, machen wir denn jetzt? Doch, wie geht's denn jetzt weiter? Schön. Ist doch schön. Ab wann gab's nochmal Leitern? Oh. Achtung! Was ist Holz erst. Da meinst du das Level? Ja, sowohl als auch. Ich bin gerade vergiftet. Weil da bauen wir hier hinten so eine Art Leiterzimmer draus. Wo habt ihr denn die Kisten, meine Lieben? Weißt du? Sind die draußen oder drin? Level 15 gibt's Leitern. Achso, das ist immer in 10 Minuten. Hallo? Wenn das wo, so habt denn, wo habt ihr denn die Kisten? Hier drin im Haus. Denk dran, wenn du Unordnung reinbringst. Ah, bin nochmal hautig, windelweich. Keine Ahnung, da ist noch ja, keine, die Genehmigung. Da ist keine Ordnung. Ja, bisher habt ihr noch gar nichts reingeschrieben? Nee. Also ich hab mal so 800 Sets, hab ich mal für euch. Ich hoffe, ihr könnt damit bauen. Oh, das ist gut. Krass, und es steht hier wieder hier so ein Neubau. Ja, bauen. Du nimmst mir jetzt ein bisschen mein Leben aufpushen, weil ich bin sonst echt tot. Dein Leben, Junge. Ja, Sergeant, unser Thema ist jetzt natürlich nicht dabei. Leider nicht. Ist ja nicht schlimm. Der hätte jetzt richtig schön tamen können. Ja, jetzt wo er weg ist, fangen wir an, ne? Ja. So, das ist das. Wir warten drauf. Ja. Also ich würde sagen, wir brauchen noch eine Wand. Eine einzige Wand und danach ziehen wir erstmal ein bisschen was hoch. Ach, hat mal jemand was zu essen? Oh mein Gott. Ach so, Bär. Ja, im Lagerfeuer. Ja.
Oder ich nehme lieber Lagerfeuer. Wer hat denn das Lagerfeuer Holz, ausgemacht? Fiber. Und ach ja, meine lieben Freunde, ja, müsst ihr dann bei Onkel. Habt ihr mal 100 Bären da hingelegt? Wir haben einen kleinen Dilophosauria gezähmt hier. Da hinten steht da der kleine. Der Spucker. Bei mir gucken, ich guck den noch gar nicht an. Ja, wenn du den nochmal anguckst, dann sehen die das dann. Ich guck den noch nicht an. Ich guck so ein kleines. Das sieht auch geil aus, ne? Nee, Quatsch. Da oben der Asteroid, der da rumfliegt, der sieht auch cool aus. Der Asteroid! Alter! Oh Gott! Welcher Asteroid? Ja, der Felsbrocken in der Luft. Ich hab doch gerade vor uns gesagt, geil im Hintergrund die fliegende Insel. Und jetzt fängt er damit. Du hörst echt nur halb zu, Wahnsinn. Da oben ist der Jungs. Sag, bei mir ist halt alle 10 Sekunden, sind mal 4 bis 5 Sekunden der Ton weg, liebe Freunde. Und kann sein, dass die das drüber. Ich hab's auf jeden Fall nicht mitbekommen. Was der da ist. Schon wieder Fliegeviecher? Ja. Aber ist doch lustig. Oh. Ja, machen wir das so. Wir verliegen die Insel. Warte. Was da oben drauf ist, ist geil. Bitte? Was da oben drauf ist, sieht echt schick aus. Können wir da hochfliegen eigentlich? Wenn wir Drachen ja. Haben, ja. Später ja. Dann, ja. Ich will das gucken. Ja, früher oder später sind wir alle da oben. Natürlich. Oder ich baue mich einfach da hoch. Was brauchst du jetzt? Ich habe ja gerade so viel Setsch besorgt. Brauchst du noch Holz oder sowas? Wo kommt die Tür hin? Wo kommt die Tür hin? Holz. Die Tür ist hier hinten schon. Hier. Achso, warte, weil ich will den Torsteher ja wenigstens zum Tor stellen, ne? So. Da vorne ist ein bisschen Flachland und gucken, ob da was ist. Ja. Aber geil, dass ja alles so richtig flach ist. Das macht da mal richtig Laune, du. Laune, du. Ich finde auch den kleinen Bach oder See hier schön, der hier durchgeht. Uff, da musst du erstmal hochkommen. So, bleib einfach hier stehen. Ja, warte mal, welches Level bin ich? 11. Wir bräuchten irgendwas, wie man hier am besten hochkommt. Hat einer eine Idee? Rampen. Ja, das war Normalwert für Gamma 2, ne? Kannst du eine? Einfach Gamma eingeben, dann stell das auf Standard zurück. Warte mal, ich hab eine Idee. Ah, einfach nur Gamma ohne Zahl. Was denn? Einfach also eine Kiste und drunter stellen oder was? Hä? Locked Roof, kann ich nicht. Hm? Hier ist noch was. Mal. Was denn? Was denn, Dynamo? Ich bin Nero. Na, was hat er denn? Was? Nein. Was? Hey. Ach, schon ganz viele. Es war ganz viele. Es war ganz viele Spinnen, okay, weil Fliegen und. Krabbelgeviech. Krabbelgeviech, genau. Ach, weißt du was? Ich wechsle gleich schon auf Holz direkt. Aber ich brauche halt erstmal was, wo man hochkomme. Ja, warte mal, ich brauche nur die Materialien. Ich hab's gerade gelernt. Ja, mach ruhig, ja, ich baue schon mal die Wände um. Hast also du noch ein bisschen Fiber? Ja, so Nero. Zwei, drei Stück. Achtung, bestimmt. Sarko! Hier. What the fuck? Nee, ja, ich gehe jetzt schon mal auf Holz, dass wir da schon mal ein bisschen Rüstung haben. Also ein bisschen gerüstet sind. Der geht auf dich. Na dann ist ja nimm nicht so Flippe. Schlimm. Nimm die Flippe! Na dann ist ja nicht so schlimm. Boah, ich muss abliefern Holz. Kann im Wasser nicht schießen, was ist denn das? Wieso bist du im Wasser? Keine Ahnung. Feige Sau, ey. Hier. Alter. Ich schwimme gerade im Land oder so. Oh, ich verreiß gerade voll die Maus vor Lachen. Der Indianer, Dynamo, ey. Dynamo, Indianer. Ihr kennt das. Erstens, wir brauchen Holz. Zweitens, Fiber. Also, wenn einer Bock hat, kann er Fiber sammeln. Ja, ich sammle gleich. Ich bin verheiratet. Alles. Ich brauch keine Weiber. Fiber kann ich, Fieber kann ich so nicht gebrauchen. Fiber! Ah, es hat hingehauen. Geil. Der Geiserich, der Achtung, steht im Gebüsch. Achtung. Immer hier zwischen den Bäumen. Was haut das Vieh jetzt ab? Alter, das sieht ja echt schon aus wie so ein Clubhaus. Der holt die Krokodil ab. Ah, jetzt kommst du wieder zurück. Können wir nachher die Disco-Kugel dran machen. Ah, ich bin Wasser. Was? Ich wollte einen Strip-Club hinhauen. Ich hab schon wieder einen Timer vergessen, das gibt's doch gar nicht. Ah, Strip-Club. Ja, aber es sind mal 14 Minuten, ist alles in Ordnung. Bin da wieder weg. Kann man noch eine Kiste hinstellen, liebe Freunde? Wieso rennt der jetzt weg? Was ist das für ein dummes Vieh? Gibt's? Kommt wieder hier angefangen. Boah, scheiße, das stieg schnell. Und Insekten kommen noch dazu. Im Wasser ist das mega mäßig, ne? Nein! Ich freue mich auf die Gompis, Alter. Ich hab Insekten.
Oh Gott. Mittelalterischen Gompis. Ja, die gibt es. Insekten und Bienen, Junge, Bienen. Und wir wissen alle, und das Geile ist, wir wissen alle, was Gompis sind. Das ist geil. Da brauchen wir nicht nochmal nachzufragen, was Gompis sind. Nee, das wissen wir alle. Das wissen wir alle. Das sollen wir auch gar nicht wissen. Und bitte, die neu hinzugekommen sind, wir wollen es nicht wissen, was Gompis sind. Frag mal, Geiserich, frag mal bitte, was uns sagt. Nein. Das ist in Ordnung. Das weiß jeder, was ein Gompi ist. Bitte nicht. Du schießt drauf. Dynamo, weißt du, was ein Gompi ist? Ja, ich weiß es. Sicher? Ja, er weiß es, er war dabei. Kann ich nochmal erzählen? Bitte. Nein, er war... Auch wenn du es nicht weißt, du weißt es. Ja, er weiß es. Ich hoffe, Publikum, liebe Freunde, dass ihr mal in den Kommentaren schreibt. Bitte fragt nochmal, was ist ein Kompi? Ich erkläre euch das gerne dann im nächsten Part an. Ja, dann macht ihr dann, alle beide. Da macht ihr dann eine Special-Folge am besten draus. Ja. Auto-Kompi. Was ist das? Wo habe ich den gesehen? Erstmal, oder? Töten den. Oder nicht? Mann, ihr müsst immer alles töten, ne? Ihr könnt nicht einfach mal mit irgendwas zufrieden sein. Wir können uns nicht mal mit unseren Nachbarn aussöhnen, so ein bisschen. Dann fressen die uns auch nicht mehr. Was wollen wir machen? Ja. Statt dumm quatschen, könntest du uns hier helfen. Du Quatschkopf. Also wenn so ein Sarko schon mal unten liegt. Sarko? Ja, wir haben gerade mit Sarko gekämpft, genau. Ja. Hast du? Können wir hier oben schon weiterrüsten? Ja, das könnte funktionieren. Wie viel Fleisch hast du denn da rum? Oh, geil, Fiber. Ich hab, das 15 und 19. Fiber. Jetzt brauchen wir Holz. Jetzt ist Holz. Alles klar, Fiber. Ich finde es so doof, dass die Tür hier hinten ist. Ich hab ganz viel Fiber dabei. Da haben wir schön Wachhund. Krass, und hier wird schon mächtig, kräftig einsortiert. Onkel. Ja, bitte? Es ist schon ein bisschen grenzwertig bei dir. Was? Du darfst nicht springen, sonst hast du Kopfschmerzen. Du hängst bei mir echt mit dem Kopf in der Decke. Maxi, eine Frage. Wie war das nochmal mit dem Themen jetzt? Quatsch, mit dem, doch mit dem Themen. Ausruhen lassen. Dreimal schneller. Der war nur halt das Schnappe, bitte. erst aushungern lassen, dann rein Zeug reinmachen oder spielt das keine Rolle bei dem Lotzeug? Eigentlich erst hungern lassen. So Janik, wie ich das weiß. Jan? Wie war denn das nochmal? Soll ich wirklich was sagen? Ja. Nee, halt. Das ist doch Tipp für unsere Zuschauer, dass sie. Kommt drauf an, ob du genug Futter dabei hast. Ja. Wenn du genug dabei hast, kannst du gleich reinstopfen. Wenn du nicht genug dabei hast, kannst du ihn erst hungern lassen und dann nochmal ein bisschen jagen gehen, quasi. Dann würde ich sagen, wir lassen den hungern, weil. Ja. Und am Ende kommt dieselbe Zeit bei raus. Ob er einen Hund hungern lässt und erst dann füttert und knallt sich alles auf einmal rein. Oder ob er direkt füttert. Es kommt am Ende exakt auf dieselbe Zeit hin. Das Einzige, wo ich immer das Aushungern empfehlen würde, ist, wenn man was mit Primate tame will. Weil Primate ist sehr schnell verderblich. Alles klar. Also Holz brauchst du, ne, Noxi? Ja, ansonsten ohne Ende. Mit Bären und normalem Fleisch kann man immer direkt füttern. Das Gute bringt nichts. Ja, oder Nerko, bevor du reinmachst, hier ist noch eine Schildkröte. Guck mal, auch für Fleisch. Wollen vielleicht. Wollen sie auf der anderen Uferseite? Jetzt sind ja, die ersten ja, schon auf dem anderen Ufer. Nee, da ist der Rivano. Der fühlt sich da wohl, boah, der hält den Platz warm. Hat man ja schon mal, ne? Aber lass mit der Zwille die niedermachen. Gehen sie schneller da unten. Mit der Zwille. Thatch, habe ich genug? Ein bisschen Fiber vielleicht ja, noch? Ich sag Fiber! Wie doof. Fiber! So. Jawohl. Ich hab auch schon Bären ohne Ende. Also Steine haben wir auch genug. Das ist schon mal gut. Ja, aber jetzt kann man, also Dynamo müsste sich dann bestimmt erstmal kümmern um Sortieren, weil jetzt kann man leider... Auf jeden Fall. Das mache ich gerade schon ein bisschen nebenbei. Auch kleine Tipps, halt, mit der Zwille lieber K.O. schlagen, als versuchen sich zu töten. Mit der Zwille K.O. schlagen, wie lange brauchst du denn dazu? 12 Jahre. K.O. schießen. Und Nachladen nicht vergessen. Zu tuff, 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 tuff. Du hast angefangen. Ja, immer auf die Kleinen, weißt du. Du bist bestimmt der Größte von allen. Mag sogar sein. Nein, ich bin der mit dem besten Aussehen hier drin. Ja. Nee, Rose Giant. Alter. Hier drin im Spiel, hallo. Ach so, okay.
Ja, gerade noch gerettet. Hast dich ja nochmal gegeben. Die Mischung aus Schwarzenegger und Angela Merkel. Genau. Schon gesagt. Muskeln von Merkel aussehen. Alter, wie komme ich jetzt in die Bude rein hier? Was habt ihr denn jetzt für eine Tür? Tür. Nein. Ja, wo ist Alter, denn? Geh doch erstmal zur Tür. Ja, ich habe das, hab das Lachen der Merkel und das Aussehen des Arne. Oh, da. Mein Breileid. Die Tür ist ja übelst getarnt, ey. So, das ist halt das Problem bei Thatch. Okay, alles klar. Ja, okay, das? Ich hab mal Stein reingeklatscht in die alten Container. Da läuft auch ganz freundlich ein Parasaurus gerade rum. Hm, ich mag die Viecher bloß nicht, weil sie immer von mir wegrauchen. Ja, mach dir mal Gedanken, warum. Weil ich so gut riech und so schön aussehe. Ja, also, genau, das war der Grund. Ein paar hundert Meter weiter ist ein Bronto. Also der läuft nicht weg. Ja, den haben wir auch schon gesehen. Aber. Der ist aber auch zu faul dafür. Very nice. Bleib stehen, mein Baby! Bleib stehen! Ja, übrigens, das sind wir 21 Minuten, ne? Oh, oh mein Gott! Na, du bist so, doch wollen da. Wir dann mal hier, ne? Du bist doch ja. Versager. Na gut. Ja, was, ich bin der Versager? Was? Das ist der Sager. Aber jetzt müssen wir uns nicht immer versammeln zum Daro Tschüss sagen. Ja, jetzt haben wir ja stimmt, Sager, ich mach die Särge. Haha. Auf den Kopf. Oh geht Gott, schneller der war so schlecht. So, dann auf alle Fälle, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut auch bei den anderen Kanälen von den Leuten vorbei. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.